Es interessiert kein, welche Probleme, ja, ich bewältigen musste, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich bin. Und dann ist man da angekommen und dann, ja, und dann würdigt das jemand. Das war für mich einfach nur sehr rührend und emotional. Ich war überwältigt. Ich war wirklich überwältigt, dass eine Person mir gesagt hat, hey Mabel, wir finden das toll, wir finden es unglaublich, dein Werdegang, deine Highlights in deinem Lebenslauf. Durchfechter, ein Podcast des Stifterverbandes von Timur Dien und Corinna Niebuhr. Damals war ich 8 Jahre alt, als ich nach Deutschland kam und ja, es war schon eine Umstellung, würde ich sagen, also Kulturschock, sagen wir es mal so. Sonntag ist es bei uns sehr üblich, dass viele Dominikaner dann halt mit der ganzen Familie, die haben morgens schon gekocht oder vorgekocht und haben dann einen kleinen Bus gemietet und dann geht's an den Strand und ja, und dann ist man da mit der ganzen Familie, man ist am Strand, die meisten können gar nicht schwimmen und wir Kinder haben uns natürlich auch nur am Rand des Meeres bewegt und unsere Eltern auch dann und ja, und hier war das zum ersten Mal, wo ich dann Schwimmflügeln anbekommen habe. Das war für mich eine ganz neue Welt, dieses Gefühl, okay, du könntest ertrinken, du brauchst Schwimmflügeln. Also ich kann mich sehr, sehr gut erinnern an die kindheitlichen Schocks, die ich durchlebt habe. Man sagt ja immer so, ja, eine Sprache kann man lernen und es ist, ja, und das ist gang und gäbe, dass man irgendwie auswandert und da eine neue Sprache lernt. Das ist nicht gang und gäbe, das ist total schwer. Man sitzt drumherum und versteht gar nichts. Nichts. Einfach 0,0. Ich kann mich erinnern, eine Klassenkameradin hat dann immer auf dem Weg dann zur Straßenbahn, hat sie mir dann Dinge erklärt, wie sie hat dann ein Blatt aufgehoben, hat gesagt, das Blatt oder sowas. Ne? Und das sind dann so Erinnerungen, wo ich denke, wie klein habe ich angefangen, wie schlimm. Also ich habe mit Büchern gelernt, mit einem Teddy, der abends ins Bett geht und dann war das Bett drauf, die Milch, die er immer abends getrunken hat und die Uhr und die Kuh und weiß was ich. Also total wirklich aus Kinderbüchern. Ich war ja noch ein Kind, aber ich habe einfach bei Null angefangen und es hat keinen Spaß gemacht. Also so extrem möchte ich es einfach nicht mehr erleben. Das ist also sehr, sehr hart gewesen. Das staffelt sich alles, was man macht, jeden Schritt. Also ich muss wirklich sagen, mein ganzes Leben war ein Kampf. Also ich habe nichts geschenkt gekriegt. Ich habe alles irgendwie ohne Ziel durchgezogen. Immer angekommen, aber immer mit Angst und immer mit der Angst zu scheitern. Die Angst zu scheitern ist am größten. Die Familie, klar, Familie geben einen schon Rückhalt, aber bis zu einem gewissen Grad können die den einen ja gar nicht beistehen, weil sie gar nicht wissen, was wir machen. Wenn meine Eltern gerade, weiß ich nicht, mit über 30 nach Deutschland gekommen sind und die können mir dann nicht sagen, okay, Mabel, ich gehe mit dir jetzt dahin, wir machen das und das und dein Leben wird sich in Deutschland so und so entwickeln. Die sind froh, wenn ich eine Schule mache, wenn sie sehen, mein Kind hat irgendwas geschafft. Aber was ich da genau mache, in der Ausbildung, in der Schule, solange es keinen Ärger gibt, ist alles okay. Solange ich irgendwas mache, war immer alles in Ordnung. Aber was ich gemacht habe, das habe eigentlich ich komplett entschieden, alleine. Es ist angenehmer, Rückhalt zu haben und Sicherheit zu haben. Und da muss ich sagen, da ist zum Beispiel meine Talentförderung jetzt genau der Punkt. Die haben ein Part übernommen, dass ich eigentlich, wo eigentlich andere von ihren Eltern kriegen, von ihrem Elternhaus. Es geht halt einfach darum, dass man
in der neuen Gesellschaft vielleicht auch einfach gar nicht sich traut, so viel zu erwarten, so viel zu Stipendium, das ist für Talente, vielleicht auch für, wie soll ich sagen, man weiß als Ausländer auch teilweise gar nicht, welche Möglichkeiten auch Deutschland denn einen bietet. Und wenn man da erstmal, wenn man jemand hat, der irgendwie den einen da so sagt, hey, also so wie meine Talentfrau sagt, hey, guck mal, du kannst genauso die Chancen haben wie andere, dann ist das einfach wie ein Checkbot. Jeder Mensch hat Grenzen oder halt auch persönliche Vorstellungen von sein Leben, ja, das heißt, man bis zu einem bestimmten Grad sagt, okay, finde ich gut, wie meine Eltern leben, wie was sie erreicht haben, aber dann sagt man vielleicht, ich möchte mehr. Und das war zum Beispiel bei mir davon, das ist bei anderen bestimmt auch, die eigentlich glücklich sind und sagen, okay, oder unglücklich sind, weil sie sagen, boah, wir leben immer knapp, ich habe es satt, dieses Knappheitsleben. Und einfach mehr wollen. Es gibt dann diejenigen oder die sagen, es ist eigentlich ganz okay, aber ich möchte mehr. Ich habe ja parallel zu meiner Ausbildung mein Fachabitur nachgeholt in der Abendschule. Und da ging es erstmal für mich nur um dieselbe Stellung zu haben wie die anderen. Okay, ich habe auch Fachabitur oder ich habe auch Abitur. Ich habe einfach mit meinem Abi in der Tasche dann gesagt, okay, ich nutze das jetzt mal und ich bewerbe mich für einen Studienplatz. Und das habe ich gemacht. Und dann, als ich das sicher hatte, habe ich gekündigt und bin dann raus. Ins Nichts. Ohne Geld. Ich weiß gar nicht, was ich da gedacht habe. Ich habe nur gedacht, ich möchte studieren. Ich kann sagen, es hat sich inzwischen gelohnt. Ich bin zwar noch mittendrin, aber es lohnt sich einfach. Und ich habe bis jetzt, obwohl ich mich ins Nichts gestürzt habe, in dieses Unwissentliche, mit all meinen Ängsten, es war wirklich einfach über seine Grenzen hinaus. Also es war für mich wirklich, ich bin über meine Grenzen hinaus, habe ich dieses Studium da angenommen und habe dann alle Ängste haben sich dann wie so Blasen, sind sie zerplatzt und mir wurde total durch meinen Job, durch Stipendium, durch BAföG die ganzen Ängste weggenommen und darüber bin ich sehr, sehr glücklich und kann beruhigter studieren. Ich brauche immer wieder Absprachen. Also nicht nur, ich entscheide am Ende selber, aber ich brauche die Absprache, dass jemand da ist. Dass irgendjemand da irgendwie so gesagt hat, ja, mal Bäm macht. Klar, auf jeden Fall. Man kann bis zum gewissen Grad selber entscheiden. Aber es erleichtert halt schon das Leben, wenn eine Person da ist und wenn ein einfach zur Seite steht. Egal, wie es ausgeht, ich bin da. Wir schaffen das. Manchmal reicht halt wirklich nur so ein, einfach nur die Anwesenheit einer Person. Einfach nur die Anwesenheit, gar nicht viel groß Worte und Versprechen, sondern einfach nur, ich bin da, wenn was ist, melde dich. Das ist einfach so, wenn man eine gute Erfahrung gemacht hat, dann speichert sich das. Man speichert sich das und denkt, okay, du kannst es nochmal wagen, du kannst noch mehr wagen, du kannst immer mehr, man tastet sich dann immer mehr ran und überschreitet immer mehr die Grenzen. Und irgendwann schwimmt man nicht im See, sondern irgendwann über Meere hinweg. Jeder Schritt, den man macht, bedeutet Mut, ja? Und Mut bedeutet auch zu träumen. Es ist auch etwas verpassen im Leben. Dieses Nicht-Träumen, jeder Mensch sollte träumen. Ja, viele träumen von dem Auto oder von sonst irgendwas. Warum sollte man nicht von Karriere oder von einem super Job träumen oder von das ist nicht nur das Materielle, sondern einfach von sich, wie möchte man sein. Ich finde, das ist voll legitim, darüber zu träumen. Wo bleibt die Erfüllung? Also würde ich so sagen, wo bleibt die Erfüllung? Was erfüllt mich im Leben?
wenn ich immer nur den einfachsten Weg gehe. Also zu langweilig für mich.